deine Freiheit und Richards Liebe und Achtung. Aber eins kann man dir nicht nehmen. Du bist seine Tochter. Du bist es immer gewesen. Ja? Der Vaterschaftstest war gefälscht. Nein. Doch. Helena Sutch sprang mit Wessinger eine unbedeutende Affäre, die mir allerdings sehr nützlich war. Du bist eine echte von beiden. Ich habe den Vaterschaftstest gefälscht. Nur schade, dass das niemand mehr erfahren wird. Richard ist mein Vater. Natürlich. Er ist es immer gewesen. Wie konntest du mir das antun? Du fragst mich, wie ich dir das antun konnte. Du hast meine Tochter zurück in die Alkoholsucht getrieben. Deinetwegen hat sie höllische Qualen erlitten. Damit kommst du nicht durch. Ich fürchte, da täuschst du dich, meine Liebe. Wärst du nämlich in den Flieger nach Australien gestiegen, dann könntest du jetzt mit Hagen ein neues Leben anfangen. Aber nein, du musstest ja hier bleiben. Was soll das heißen? Hagen hat dich so sehr geliebt, dass er dich nicht mit Richard teilen wollte. Und er ist in meinem Auftrag mit Jane ins Bett gegangen. Und die Drogen? Hat er mir die gegeben? Natürlich nicht. Aber du warst ja nur zu gerne bereit, immer nur das Schlechteste von Hagen zu denken. Er hat mich also wirklich geliebt. Hagen hat immer nur alles aus Liebe zu dir getan. Und du warst so dämlich und hast ihn niedergeschossen. Du hast ihn verloren. Dafür wirst du bezahlen. Victoria, niemand wird dir mehr zuhören. Durch dein kleines Schießmanöver hast du jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Du wirst hier verrotten. Bring doch endlich zu Ende, was du damals mit den Tabletten nicht geschafft hast. Du elendes Miststück. Hilfe! 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 Lasst mich los! Sie ist schuld, nicht ich! Lass mich! Beruhigen Sie sich! Oh. Na, machst du Christo jetzt Konkurrenz? Du, der Christo muss sich keine Sorgen machen. Ich bin keine Expertin in solchen Dingen. Gott sei Dank zählt ja auch, was drin ist. Naja, du, die äußere Verpackung ist auch nicht ganz unwichtig. Hey, Pfoten weg. Meine Verpackung muss nur bis heute Abend helfen. Okay, dann übernimmt aber auch Jean-Claude die weitere Verpackung, okay? Christos bessere Hälfte. Ach, die? Ja, genau die. Gott sei Dank ist es ja nicht der Reichstag. Also ohne uns Frauen wärt ihr Kerle wirklich aufgeschmissen. Stimmt. Aber du siehst umwerfend aus. Das habe ich mit Nina zusammen gekauft. Ach so. Und vorhin habe ich sie getroffen. Ja, ich auch. So wie es aussieht, ist Max alleine nach Texas geflogen. Ach, das wusste ich gar nicht. Haben die beiden sich gestritten? Nein, nein. Es gibt Probleme mit Ninas Pass. Ah.
Du, um noch mal auf Nina zurückzukommen. Also, ich habe mit ihr über uns gesprochen. Über uns? Ja. Sie hat gesagt, dass sie sich freut, dass wir beide jetzt... Also, ich meine, dass... Bist du nicht auch froh, dass Nina kein Problem damit hat, dass wir beide... Dass wir beide was? Dass wir beide zusammen sind. Ich bin sehr froh. Wirklich? Ja. Sehr, sehr froh. Elsa sah so glücklich aus vorhin. Ich wünsche ihr wirklich, dass sie endlich wieder lachen kann und fröhlich ist. Nach allem, was Ron ihr angetan hat. Ich kann es ihr einfach nicht übel nehmen. Na was? Sprich es ruhig aus. Dass meine beste Freundin mit dem Mann zusammen ist, den ich liebe. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Frau Bergmann? Entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben Besuch. Danke, Katharina. Du wirst vermisst auf Tim und Lillys Party. Hallo. Hallo, Berit. Tut mir leid, aber ich bin heute wirklich zu müde. Du, das Brautpaar würde sich aber sehr freuen. Welches Brautpaar? Ja, stell dir vor, Tim hat um Lillys Hand angehalten. Ach, wie romantisch. Ja, wir haben uns auch so gefreut. Sag mal, wie geht's eigentlich Max? Der ist unterwegs nach Texas. Ach, zu diesem Spezialisten. Ja. Ich hoffe sehr, dass Sie ihm dort helfen können. Ja, ihr müsst es probieren. Nina, Max kann so froh sein, dass du ihm beistehst. Was tue ich denn schon? Ich sitze hier rum und warte. Dabei wäre ich so gerne mitgefahren. Nina, jetzt mach dich nicht verrückt. Max ist da in sehr guten Händen. Ja, ich weiß. Du hast ja recht. Sag mal, meinst du nicht, dass dir ein bisschen Ablenkung gut täte? Da drüben würde sich jeder freuen, dich zu sehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was? Elsa und Ben wollten auch kommen. Elsa und Ben? Oh. Nina. Ich komme schon klar, Velvet. Wirklich? Weißt du was? Ich kann hier bleiben bei dir, dann bist du nicht so allein. Nein, Velvet. Du gehst zurück zum Fest und feierst und grüß mit Tim und Lilly ganz lieb. Ja. Wirklich? Wirklich. Meine Süße. Tschüss. Ich glaube, die Leute hatten ihren Spaß. Ja, das war ja auch eine ganz besondere Feier. Ne? Ihr seid das erste Brautpaar der Welt, das die Aussteuer schon vor der Hochzeit kriegt. Aber Hochzeit wird trotzdem noch gefeiert, oder? Ja. So richtig in Weiß, mit Schleier und Rosen. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten das kurz und schmerzlos machen. Las Vegas, zack, rein, heiraten, raus. Was? Mein Scherz. Oh, sehr witzig. Ich meine, schon schlimm genug, dass du mir meine Tochter entführst. Sie hat ja gesagt. Hab ich? Herr Becker. Tobias. Okay, Tobias. Mach dir keine Sorgen. Ich pass gut auf sie auf. Ich weiß. Hab ich tatsächlich ja gesagt?
Ich habe genügend Zeugen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wer sagt denn, dass ich zurück will? Der ist echt wunderschön. Das freut mich, dass er dir gefällt. Das ist was ganz Besonderes. Wie du auch. Ich liebe dich.